So, was gibt's denn jetzt Schönes? Erstmal das, ja, schön, nice. Ich ein Level Up und zwei meiner Monster Level Up. Lavas und Feuer. Ja, Alter. Haben kaum was gemacht in dieser Runde, aber, ne? Start-AP. Effektstärke lassen wir mal erstmal runter. Das ist jetzt noch nicht so gut. Ja. Wobei meine eigenen PP hoch, what? Oh, schon Level 4, Mensch. Lavas macht Arbeit. Auch schon Level 4, Alter. Er wird noch mächtiger. Ja, ich nehme auf jeden Fall deine beiden Harpchen. Auch wenn ich gern Jing Bagudan hätte, aber sein Movement ist ja mal... Ugh. Nee, gib mir die beiden Harpchen. Die sind fucking schnell. Vier Felder. Haben zwar nicht so eine hohe Angriffsreichweite, aber mein Gott, vier Felder. Das ist weit. Das ist eine Menge Distance. They can go the distance, könnte man sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich tippe ja auf Bandit Keef oder Bones. Da liegt ja mein Geld drauf. Dass einer von den beiden Deppen ist. In America. Okay, genau. Genau das, ne? Genau dies und jenes. Was? Fucking Mokuba. Was? What the fuck? Mokuba, was machst du? Ey, dich hätte ich im Bereich 1 erwartet, weißt du, in der Mülltonne. Okay. Mobben wir Mokufuck. Oh, Mokuba. Oh, du bist mir ja ein Herzchen. Alter. Der hat einen Donnerdrachen. Moment, kann ich einen doppelköpfigen Donnerdrachen fusionieren? Geht das? Wenn ich zwei Donnerdrachen einfach auf einem gewissen Level habe, das wäre so cool. Oh shit, brennen wir jetzt mal Kaiba-Korb ein, oder was? Er kann Rotaugen haben? Willkommen in meinem Abschnitt, Yugi. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Kapselmonster-Experte. Aber ich habe dich doch in unserer letzten Partie besiegt. Was? Na gut, wie auch immer. Es ist jetzt am Season Zero Shit. Alles Vergangenheit. Ich bin seitdem viel besser geworden. Okay, ich glaub dir. Kein Grund hier so rumzubrüllen. Wie dem auch sei, Yugi. Ich fordere dich zum Duell heraus. Ich nehme an, Mokuba. Mokuba. Shut up, Mokuba. Das war echt Season Zero. Moment, heißt das jetzt? Season Zero ist Canon? Ich habe immer gedacht, Season Zero ist non-canon. Okay. Ohne Scheiß, ich habe immer gedacht, Season Zero ist non-canon. Okay, er hat wahrscheinlich überwiegend Elektromonster. Das heißt, wir brauchen Erde. Wir können aber unseren Beauftragten wieder mitnehmen. Wir nehmen mal... Warte mal, wenn er Donner hat, wird er wahrscheinlich Finsternis haben, um Erde zu kontern. Ergo, wir könnten Licht mitnehmen. Gut, wir nehmen dich wieder mit. Du bist aktuell noch ziemlich MVP. Lavas nehmen wir mit, den Zeitzauberer nehmen wir mit. Skelle-Engel und den Vogel. Einen haben wir noch. Einen können wir noch. Was warst du nochmal genau? 2 und 2. Diagonale Bewegung und Angriff. Wieso bist du so teuer? Du hast kaum Leben. Was ist an dir so toll? Das begreife ich noch nicht so ganz. Wasser wäre absolut blödsinnig. Also tun wir das gar nicht erst. Hm.
Wen können wir denn dann noch mitnehmen? Das wird dann noch richtig reinpassen jetzt hier. Nehmen wir Flügel-Lady mit, weil Harp hier zu schwierig zum Aussprechen ist, oder was? Ja, T-Rex wäre hier gut gewesen. Durchaus. Na, Harp hier ist gar nicht mal schlecht mit knapp 200. Aber unser Goblin... Nee, komm, wir nehmen den Goblin mit. Der ist tanky. Kuribo. Der Kuribo kommt mir nicht ins Haus. So. Schicken wir mal dich hier hin. Dich hier hin. Ihr habt nicht mal... Scheiße, ich muss erstmal gucken, wo ihr überhaupt hin müsst. Einmal straight rüber, denke ich. Skelle-Engel bleibt mal wieder in der Backline. Zeitzauberer möchte ich eigentlich nur, dass er überlebt. Eigentlich ist er leider ein bisschen zu schwach meistens. Deswegen am liebsten hätte ich, dass der Zeitzauberer einfach nur überlebt. Okay, dann. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Was hast du, Mokubö? Donner. 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 Wind. Wind. Donner. Zwei Wind und Donner. Gut, dass ich kein Wasser mitgenommen habe. Ich habe auch keinen Wald mitgenommen. Von daher... ist fraglich. Ich habe wochenlang trainiert. Und jetzt wirst du sehen, wie gut ich wirklich bin. Du bist ein Side-Character. Du bist nicht wirklich gut. Das ist dieser Donner-Lizard. Das ist... naja... Shit, er hat eine Turbo-Ente. Und was auch immer das ist. Ach, das ist dieser Winddrache. Ja, Finsternis hätte Sinn gemacht, ja. Finde ich allerdings auch. So, dich zuerst. Ja, der hat auch eine Ente. Wir müssen also aufpassen. Na, ein bisschen teurer hier. Ja, ich hätte eigentlich echt erwartet, dass der damit kommt. Aber gut. Anscheinend nicht. Die Musik ist geil. Okay. Die Musik geht echt gut ab. Das Duell fängt gerade erst an. Ja. Das ist Fakt. Da haben wir... Skorpion. Okay, Skorpion ist immer gefährlich. Ich weiß, ey, Skorpion, der hat sich immer bei mir sehr als nicht cool eingestuft. Du hast noch 140 über gehabt. Warum hast du denn nichts beschworen? Minion. Okay, dann. Gehen wir erstmal vor mit der Ente. Ente, 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 Ente. Gut, ich hätte zwar gedacht, da wäre jetzt... Naja, gut. Ich sollte aufhören, bei Mokuba zu denken. So, und wir können Skelle-Engel noch beschwören. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt auf Lavas aufpassen, er soll entwickeln können. Ach, da am besten drauf. Hm? Moment, jetzt mit dem nächsten... Ich meine, ist die Entwicklung jetzt während des Matches? Da gucken wir gleich mal. Was ist das denn da? Also ich meine, bislang, was er da hat, sieht er jetzt nicht wirklich bedrohlich aus. Aber ich muss auf seine Bewegung aufpassen. Der hat zwei Viecher, wo sich ziemlich viel bewegen können. Ach, das ist wieder so ein Lizard. Er wirklich, an sich hat er nichts allzu Besonderes. Tatsache, weiterentwickeln. Lavas digitiert. So, warte mal. Du kannst 3. Das heißt, du bist in etwa hier.
Scheiße. Das ist ja, das ist während des Kampfes, dass man weiterentwickeln muss. Lass mal hier. Beziehungsweise wir entwickeln jetzt mal weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wow. Non-Lava. Mon-Lavas. Okay. Kostet um einiges mehr. Hat weniger Health. Ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen mehr Verteidigung. Aber bewegt sich um einiges schneller. Ist aber beides diagonal. Ich weiß ja nicht. Mein Lavas bringt mir sonst gerade aktuell kaum was. Ja, komm. Es ist Zeit für eine Evolution. Zeig deine wahre Stärke. Außerdem will ich sehen, wie das jetzt aussieht. Lavas! Millenniumsdigitation zu! Nochmal Lavas. Ah, okay, und es kostet halt die Dings. Hast du eine Fähigkeit jetzt dadurch? Nö. Du kannst dich einfach nur drei bewegen. Okay, dann. Alrighty, dann. So, holen wir den Zeitzauberer auch noch raus. Eigentlich will ich nur, dass der überlebt. Damit wir uns einen 1000 Drachen machen können bald. Was denn jetzt? Wieso habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache? Die Musik ist echt geil. Shit, der kann von da angreifen. Oh mein Gott! Und tut weh. Ach du Scheiße. Da kriegt mein Feuersniper gleich hart auf die Nüsse. Pikachu! Oh shit, boy. Aua. Das hat er gerade so überlebt. Ich habe immer noch eine Chance. Ja? Oh, fuck, Bucket. Ich glaube, ich habe einfach den Fehler gemacht, Mokuba zu unterschätzen. Ein Fehler, der mir kein zweites Mal passieren würde. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen ein bisschen schauen jetzt. Jeder Zug bringt mich mal. Sabbel nicht, Yugi. Wir müssen hier jetzt regeln. Beziehungsweise ihn in Sicherheit zu bringen, wäre eine Option. Wir können allerdings auch schlicht und ergreifend das Scheißding one-shotten, was uns gerade auf 10 AP runtergebracht hat. Ja, da opfer ich den sogar gern für. Da bin ich sogar offen bei. Ah, shit, das Ding, der greift ja diagonal an. Totally forgot about this. Und er greift auch diagonal an. Das Problem ist, wenn ich mich hier hinstelle, kann er mich mal. Das Ding könnte sich dann allerdings hier hinstellen und mich angreifen, weil es auch diagonal angreift, ne? Dann stellen wir uns hier hin. Ende. Fuck you. Ja, ich muss erstmal einmal so hin, sonst kommt der Große hier nicht so ganz in die Puschen immer. Okay. So, Mon Lavas. Time to move. Kostet jetzt auch um einiges mehr, der Gute. Dich packen wir mal trotzdem hier hin. Okay.
Werden meine Monster jetzt... Moment. Wieso waren da meine... Ach so, ja. Außer Donner, ja. Das haben wir schon fast gedacht. Auf den Feldern da, wo so durchsichtig sind. Ich kann nicht glauben, dass ich am Verlieren bin. Alter, Leute sagen, ich bin Pessimist. Ah, shit, das Ding habe ich nicht beachtet. Ah, es überlebt da aber. Es überlebt meine Ente. Und ich glaube, er hat dem Beauftragten jetzt gerade einfach mal den Weg freigemacht. Wenn mich nicht irre. Ja, aber da geht mein Sniper. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, nee, das kann ich auch nicht verhindern. Dieser Typ wird dich platt machen. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Shit. Aber gut, ist nicht... Kriegen wir noch hin. Ist er noch nicht verloren. Der holt sich jetzt Backup und da ist dieser blöde Skorpion schon wieder. Ja, da kannst du nichts machen. Dieser blöde Reaktor da in der Mitte, ne? Okay, lass mich mal sehen. Wenn ich einen hier hingehe. Okay, das ist nicht schlecht. Dann könnte ich angreifen. Mit dir müsste ich wirklich hier hin, um anzugreifen. Da schicke ich dich aber auch nahezu schon in die Hölle. Das ist so gut wie gar nichts. Das ist so gut wie gar nichts, leider. Wenn ich mich hier mit dem hinstelle und angreife, ist ganz okay. Das ist mein Birdie. Birdie könnte auch noch angreifen. Lavas, was ist mit dir? Nicht so doll gerade. Die Tatsache, dass du nur diagonal angreifen kannst, auch ist auch ein bisschen problematisch. Aber ich stelle dich mal hier hin. Du musst sowieso erstmal hinterherkommen, bevor du hier irgendwas machst. Ja, machen wir so. Greifen an. Das ist auch nicht viel. Aber es ist besser als nichts. Vielleicht ist das genug, um mit dem Zeitzauberer zu töten. Wow! Ey, eigentlich müsste ich nur zusehen, dass der Zeitzauberer überlebt, damit er tatsächlich zu was wird, was mehr Sinn macht. So, du... Angreifen. Ist ganz gut. Ja, müssen wir. Der Beauftragte muss dann nachrücken. Das wirst du zurückkriegen. Ja. Ja, aber das Original was konnte nur diagonal angreifen. Sich noch diagonal bewegen, ist immer so eine andere Sache noch dabei. Gut, immerhin das Ding werden wir los. Eigentlich mein Hauptziel ist es hier, den Zeitzauberer am Leben zu lassen. Vielleicht noch so den kleinen Kill abstauben irgendwie. So ein Kill irgendwie mal so kurz an der Seite wegsneaken. Aber ich glaube, das ist schon zu viel verlangt. Das ist schon alles ein bisschen problematisch. Nos problemos. Gut, das Ding ist schon mal weg. Das ist schon mal eine Sorge. Ja, und der Zeitzauberer kann sich aktuell... Ich lasse ihn erstmal da. Nimmt er zwar wieder Schaden, aber das ist nicht so schlimm. Er hat noch 4 Monster. Waren welche angeschlagen? Ich glaube nicht. Nur die Ente. Die Ente... Ne, müssen wir warten.
Wir haben Zeitzauber absichtlich schwach gemacht, damit der Fusion schwerer wird. Ja, das glaube ich langsam auch. Dass die Fusion das Einzige ist, wofür er wirklich gut ist. Sprich, mit dem Babydrachen fusionieren für den 1000 Drachen. Oh, scheiße. Na gut, das hält er aus. Unser Kobold hat ja zum Glück eine Menge an... ne... HP. PP. Ich sag trotzdem immer HP. Oh mein Gott, unsere Ente bleibt sogar am Leben. Und das sogar ziemlich gut. Ja, doch, die bleibt sogar gut am Leben. Das ist heute mal keine Ente süß-sauer. Vielleicht habe ich mich auch zu früh gefreut. Ich habe mich zu früh gefreut. Das ist ein Fight Ente gegen Ente. Und meine Ente stirbt. Ah, scheiße. Und dieser Skorpion. Aber jetzt hat er ihn in die Richtung geschickt. Das kommt mir eigentlich gelegen. Vielleicht hat Mon Lavas in Ruhe gelassen. Das meine ich. Er kann jetzt nirgendwo richtig an... Doch, hier. Er kann den Skorpion schon mal angreifen. Und killen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mon Lavas, was tust du? What are you? Du hast Vampirzähnchen jetzt. Du bist dasselbe Vieh, nur in andersfarbig. Okay, dein Angriff ist aber jedenfalls um einiges cooler als vorher. So, das Problem wäre gelöst. Da müssen wir uns weniger Sorgen drum machen. Ich habe noch eins verloren. Es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Ich ärgere mich. So. Das ist alles ein bisschen scheiße von der Positionierung her. Ja. Kannst du... Nee, du kannst die Ente immer noch nicht killen, ne? Und der Beauftragte, der macht das Ding wahrscheinlich direkt kaputt. Wie viel hast du noch? Warte, ich kann doch direkt angreifen. Ihn hier... wird nicht killen. Ihn hier wird absolut zerstören. Ich glaube, wir brauchen das auch. Dass er hier erstmal weg ist. Ja. Muss sein, muss weg. Muss weg, das Teil muss weg. Das Ding muss weg. Die Ente muss weg, die ist zu mobil. Danke, von dem anderen Ding überlebt mein Beauftragter ja vielleicht noch. Wenn ich Glück habe. Außerdem, ich darf hier vergessen, wenn wir Mokuba besiegt haben, kriegen wir ja neue Karten wieder, die wir uns kaufen. Karten, das sind keine Karten, das sind Kapseln. So, jetzt ist die Frage. Kann ich mit dir irgendwas anstellen? Ich könnte mit dir die Echse angreifen. Für 76 Damage. Dann ist die Frage. Können wir mit Gobble... Wow, Gobble kann das sogar so schon machen. Der muss sich nicht mal bewegen dafür. Das ist doch mal erfreulich. Jetzt kriegt unser Zeitzauberer vielleicht doch noch ein Level. Weil das müsste genügen. Das wusste. Ja, 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 Mokuba. Mach keine Drohung, die du nicht wahr machen kannst. Weil jetzt können wir ihn hier hinschicken. Destroy. Ich will einen 1000 Drachen. Das ist Fakt. Und ich weiß, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich hoffe es ja mal, dass wenn wir einen Rotaugen haben, ne? Beziehungsweise, ich sehe auch, es gibt ja ein Monster, das nennt sich Kleiner Drache. Wenn wir das hätten und Feuergras ein bisschen leveln würden, könnten wir uns auch einen Schwarzfeuerdrachen machen, oder wie das Ding heißt. Das Ding ist auch nicht schlecht. Denke ich, hoffe ich. Ja, gut. Eigentlich hat er nur noch, ja, nur noch das eine Vieh hier. Das eine Ding da. Also, er hat jetzt keine Donnerdrachen, er hatte leider auch kein Rotauge. Was das sollte, weiß ich nicht, Mokuba.
Und mein Beauftragter bleibt auch am Leben. Noch. Noch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ihn retten kann oder... So, dann wollen wir nochmal gucken hier. Mon Lavas, du... kannst dich hier sogar hinbewegen. Und ihn von hinten angreifen. Und mit einem HP überleben lassen. Okay, cool, von mir aus. Mach es halt. Macht der Beauftragte es halt fertig. Kriegt er halt noch ein bisschen Erfahrung. Glaub ja nicht, dass. Ich komm davon, Minion. Glaub mir. Wait, what? Achso, ich kann ja so schon angreifen. Stimmt. Ein HP. Oh, mein Beauftragter Freund. Das wird dir den Rest geben. Boah, boah. Bolz ihn weg. Roar. Ich hätte eigentlich irgendwie viel mehr gehofft, dass der Beauftragte der Dämon Donner benutzt, also so Monster Donner, ne? Mokuba, ne? Ja. Es ist einfach nicht mein Tag. Alles ist schiefgelaufen. Nee, es ist nichts schiefgelaufen. Du hast einfach deine Monster mir in die Arme geschmissen. Siegspieler! Ihr könnt wenigstens meinen Namen dahin packen. Das wäre cool. Unmöglich. Du hattest nur Glück. Fuck you! Ich hab dich oft besiegt. Ich bezweifle, dass das nur Glück war. Du magst mich zwar geschlagen haben, aber du hast keine Chance gegen Seto. Du wirst sehen. Seto Kaiba, Mokubas älterer Bruder. Ja? Ich werde mich ihm in diesem Turnier stellen. Die Partie gegen ihn dürfte ziemlich hart werden. Wow, das Vieh hat 18 Erfahrungen gebracht. Das ist ja... Wow, legendary. So, was gibt's denn jetzt hier Feines? Erstmal gut Punkte. Und der Zeitzauberer ist Level 2. Und unser wilder Kobold ist auch noch ein Level abgekommen. Skelleengel ist kurz davor, genau wie unser Totenfreund. Es wird ja aber auch nirgendwo mehr gezeigt, ob es irgendwo Fusionsmaterial ist oder so, ne? Ist immer schade. Ich nehme noch einen Vogel von dir und ich nehme mal das Ding hier. Was anderes hattest du nicht wirklich. Also, ne. Jetzt gibt's neue Monster. Neue Monster kaufen. Beziehungsweise vielleicht mal alte verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Who knows? Aber ja, Bereich 2. Also entweder komme ich so langsam in das Spiel rein, wie es funktioniert, oder Rex Raptor war der Einzige mit einem wirklichen Bossmonster. Also, ne? Das ist sowieso, was mich ein bisschen verwirrt. Dass irgendwie Rex Raptor der Einzige war, der ein Bossmonster bei sich hatte. Bereich abgeschossen. Ah, geil. Nach Arabien. Gut, aber erstmal back to the business. Rex war, glaube ich, echt der Stärkste hier gerade. So, und ich mache das jetzt schon mal so. Ich guck mal, ob ich ein paar noch rausnehmen kann, die wir eventuell zu Geld machen können. Wo wir gar nicht brauchen. Flammenviper haben wir bislang noch nicht einmal gebraucht, ne? Kuribo kann sich eigentlich auch sonst wohin lutschen. Ja, eigentlich, die Flammenviper haben wir eigentlich noch nicht einmal gebraucht. Wir brauchen auch keine kleine Motte, weil wir Kakerlakenkrieger haben. Das ist eigentlich auch Blödsinn. Den Rest kann man eigentlich so lassen. Ja, doch. So, Opa, ich hoffe, du hast neue Kapseln. Wäre jetzt scheiße, wenn nicht.
Du machst große Fortschritte. Ja. Lass mich dir ein paar neue Monster zeigen, die ich erstanden habe. Ah. Was möchtest du gerne tun? Du hast sie also erstanden. So. Was möchtest du gerne tun? Möchte kaufen. Was hast du denn Schönes? Das kennen wir alles schon. Lamont. Aha. Licht. Drei bewegen ein. Das ist. Gib mir zwei davon. Mein Herz. Mein armes Herz. Aber sie hat auch so. Sie ist wie Kappa. Sie hat voll die beschissenen Movements eigentlich. Diagonal und dieses Rasterding. Ich nehme auch zwei. Eine zum Duellieren, eine zum. Okay, nee. Dich können wir noch kaufen. Krötenmeister. Aha. Nee, dein Movement ist ja mal richtig schäbig. Warte mal, wie sehen eigentlich die eure Werte aus? Du. Okay, warte mal, dich. Nee, komm, geh weg, dich sehe ich nicht wirklich. Ja, du hast gutes Movement. Du hast vor allem verdammt viel Power. Und es ist Waifu. Es ist Waifu. Yu-Gi-Oh! Waifu. Und da wollt ihr mir jetzt sagen, das geht auch nicht. Kapperrecher. Aha. Na, du bist auch nicht so dolle. Krokodilus. Aha. Großer Weißer haben wir schon. Lavas haben wir. 3 und 1. Boah, hat der viele PP. Alter. Und einen guten Attack-Wert auch noch. Kostet auch nicht so viel. Kostet ein bisschen viel AP, aber ist auch dementsprechend mächtig. Oh, kleiner Drache? Ja, wie viel? Kostet 40, meine Güte. Können wir uns kaufen. Da können wir einen Feuerdrachen draus machen. Einäugiger Schilddrache. Bewegt sich 4. Ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal einen. Nee. Flügelter Drache, Hüter der Festung. Oh, immerhin kriegt man relativ schnell mal Monster, wo tatsächlich so einen leichten Ikonenstatus haben, ne? Wo tatsächlich irgendwo was bedeuten. 3 Angriffsrange. Die Angriffsreichweite von dem Ding ist ziemlich gut. Das Ding hat eine merkwürdige Bewegungsreichweite. Man-Eater-Bug. Hat das Ding auch seinen Effekt? Nee, natürlich nicht. Also ist das Ding. Ja, es ist relativ wertlos. Auch nicht wirklich. Todeskäfer. Lala Lilo. Das Ding ist elektrische Eidechse. Auch nicht wirklich. Du warst leider nicht das, woraus man Donnerdrachen macht. Aber allein schon, dass wir jetzt schon Drachenfluch und eine dunkle Magierin erwerben können. Dunkles Magiermädchen, yes. Es geht auch vom Preis her. Beide sogar. Na, Feuergras haben wir. Ja. Was möchtest du gerne tun? Wir haben immer noch genug Geld an sich. Aber ich packe jetzt erstmal meine Viecher hier rein. Erstmal ins Deck packen. Ist immerhin zur Valkyrie. Ah. Das ist also der Sinn von Lamont. Okay. Dich auf jeden Fall. Dich auf jeden Fall. Dich rein. Dich rein. Wisst ihr, wir haben eine Menge Windmonster erstanden jetzt. Wir haben auch nur noch eine Seite jetzt frei. Aber das kriegen wir schon hin. Zur Not verkaufen wir, wechseln aus. Schwarzes Waifu-Mädchen. Manni sieht, was ich sehe.
Wieso gehe ich denn jetzt schon wieder auf Shop? Ich, der bin ich doch gar nicht. Kaufen wir Lamont. Was möchtest du gerne tun? Wie teuer war die? Hier, Lamont. 103. Die ist auch... Stimmt, die ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Bewegt sich relativ weit. Guten Wert. Ja, komm. Was soll der Geiz? Was möchtest du gerne tun? Was möchtest du gerne tun?